Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. Ich bin wieder auf der Heimatinsel, nachdem wir letztes Mal genau östlich, glaube ich, oder nördlich, das kann auch sein. Wo genau waren wir nochmal? Ich glaube, wir waren glaube ich, nördlich. Oder? Nein, Osten sehen. Ja, ich glaube, wir waren, glaube ich, nördlich von der Heimatinsel, denn da gab es, meine lieben Freunde und Kinderchens, ja, eine krasse Insel mit Stuff drin. Und den Stuff, den packen wir jetzt mal hier irgendwie rein und verarbeiten den mal zu was Geilem. Denn wir haben beim letzten Mal nämlich folgende Sachen bekommen. 3 Goldbarren, eine Eisenrüstung, Diamant, ne, einen schicken Diamanten. Und das ist einfach zu krass, Alter. Wir gucken jetzt mal am besten in den Crafting Guide, was wir... Ich sagte in den Crafting Guide, nicht in die Controls, Alter, hör mal auf. Und dann gucken wir nämlich mal, was wir alles so Schönes mit dem guten Diamant anstellen können. Mal sehen. Gut, hätten wir 3 von den Diamanten, könnten wir uns eine Diamantaxt bauen. Das wäre nicht schlecht. Dia-Rüstung gibt es aber nicht. Aha, okay. Wir können uns einen Diamanten-Pfeilspitze machen. Okay. Gut, wenn das so ist, dann ist das nun mal so. Und von daher gesehen passt das. Mehr auch nicht, ne? Alles klar, doch, wir können uns einen Diamantblock bauen. Und, ah, guck mal an. Diamant, Chestplate, es gibt doch Dia-Rüstung. Alles klar. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. Gut, aber was wir uns jetzt craften, meine Freunde, das ist ganz wichtig und knackig. Und wo ist meine Crafting-Table-Kiste überhaupt? Na, ist mir erstmal egal. Ich pack erstmal Stuff wie Sand und so weg. Damit ich überhaupt noch Platz für anderen Stuff habe. Ich glaube, ich mache mir gleich nochmal eine Local Map, weil das wurde mir auch sehr oft vorgeschlagen, dass ich mir doch auch wieder mal eine Local Map machen könnte. Und warum denn nicht? Ich packe den mal dahin. Ja, es ist gerade übrigens Tag 23. Ich habe wieder so ein bisschen gefarmt und zwar Sachen wie Leder und so mal wieder. Obwohl Leder... Ein bisschen, ne? Ein bisschen Leder habe ich gefarmt. So. Ich würde sagen, ich packe mal... Boah, Schwein, halt die Schnauze, Mann, du nervst. Und dieses... Ist das ein nerviger Scheiß. Alter, ich bring dieses Scheißvieh um, wo ist das? Verpiss dich, Alter, verpiss dich einfach, Mann. Dreckiges Mistvieh. Dankeschön. Meine Fresse, nervt das Vieh rum. Boah! Krieg ich das Kotzen? Ja, ich habe übrigens auch ein bisschen Stuff gefarmt in Form vom Essen. Ihr seht, 94 Mangos und 52 Kokosnüsse, Alter. Krass, ne? Da soll mal einer sagen, ich bin... Scheiße. So, ich würde sagen, wir machen uns erstmal wieder ein paar Bretter. Und daraus machen wir uns wieder so ein paar Stöcker. Die brauchen wir natürlich auch, ne? Wir wollen uns hier eine... Hallo? Ach so, macht man sich Stöcke. Okay. Wir machen uns jetzt nämlich eine schöne, ja, eine schöne Goldaxt. Oh ja. Oh ja. Eine schöne Spitzhacke aus Gold. Die Frage ist, sind die so wie in Minecraft, also schwächer? Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Wir werden es schon noch rausfinden, meine Freunde und Kinderchens. Gut, dann würde ich sagen, packen wir wieder ein bisschen Stuff in die Kiste rein. Ich find's, by the way, so richtig scheiße, dass der Rucksack hier nicht so extern angezeigt wird, wenn wir jetzt die Kiste aufmachen. Dass da oben, oberhalb von der Kiste, von den Kisten-Stuff noch der Rucksack ist. Dass wir da noch Sachen reinpacken können. Total behindert. Das wünsche ich mir auch im Update. Ohne Scheiß. Ist so nötig. Das ist total beschissen. So. Haizähne. Was können wir damit machen? Wahrscheinlich Pfeilspitzen oder so? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir auch mal nachgucken, was wir daraus machen können, was wir daraus zaubern können besonders, ne? Ja, ich würde sagen, ich packe mal das noch rein und die ganzen Steine und so, die wir nicht benötigen. Leder und so nehme ich immer mit, by the way, weil so zur Not immer eine Rüstung dabei zu haben, ist auch nicht schlecht. Und ich würde sogar sagen, ja, wir nehmen auf jeden Fall noch das Eisen und so mit, sollte klar sein. Kohle auch, aber ich würde sagen, wir craften uns erstmal wieder ein bisschen Fackeln. Nötig.
So, und zwar würde ich sagen. So 30 Stück, würde ich sagen. Da können wir auch so ein bisschen verschwenderischer damit umgehen. Wisst ihr, wir waren immer so sparsam in der letzten Zeit mit den Scheißfackeln. Deswegen passt das jetzt. Und die Babyfackeln kann ich eigentlich hier lassen, oder? Die sind so unnötig. So, dann packe ich den Stuff mal weg, den ich hier nicht brauche. Die Babyfackeln können wir hier lassen, die brauchen wir sowieso nicht. Also von daher. So, die Perlen nehmen wir uns mit, klare Sache. Seil. Brauchen wir Seil für irgendwas? Wir lassen es auch erstmal hier. Wir können ja irgendwann mal wieder zurückkommen, weil ihr seht doch, wir haben hier Stuff en masse und das brauchen wir definitiv noch irgendwann. Definitiv ja! So, und der Rest ist dann halt hier so Stuff wie, keine Ahnung, Stöcke, Leder, Rüstung, Perlen, Kohle. Das war's dann im Endeffekt auch. Ich frage mich nur, wie kann man sich einen Ring machen? Oder ist so ein Ring irgend so ein Gegenstand, den man finden soll? Frage des Tages Nummer 33 heute. Cool. Gut. Ich habe ja gesagt, dass ich mir noch eine Global Map mache oder eine Local Map und das machen wir auch. Das sind ja, wie gesagt, 9 Sachen auf einem Fleck oder 9 Blätter, 9 Grasblätter. Das passt auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir eine Global Map. Local Map. Global ist ja die hier, die World Map. Ich nenne sie mal Global, dabei heißt sie World. Voll behindert. Okay. Dann würde ich mal sagen, wohin gehen wir gerade? Oh, das ist sehr schön, dass wir uns gerade auf der Karte sehen. Das ist sowas von cool. Oh mein Gott, sowas habe ich ja vermisst, ne? Gut, dann würde ich sagen. Machen wir uns gerade auf den Weg in den Süden? Ich glaube schon. Okay, dann geht's jetzt in den Süden, Freunde. Und dann würde ich sagen. Ja. Hoffen wir mal, dass es dort wieder coolen Stuff gibt. Ich glaube sogar, dass dort eine Ureinwohnerinsel ist, aber wir werden schauen. Ich glaube sogar, dass ein Hai und so, also werde ich hier wohl speichern müssen und darauf hoffen, dass uns kein Hai angreift. Also bis gleich. Scheiße. Scheiße, da ist ein Hai. Scheiße, scheiße, scheiße. Verdammt. Okay, weg hier. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass mich dieser Scheißwichser nicht gesehen hat. Das Ding ist auch, ich habe kein Durst, was heißt kein Durst mehr? Ich habe Durst und zwar massig Durst und scheiß, das Vieh kommt auf uns zu. Insel, bitte erscheine. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen. Ich kann es euch ja mal zeigen und zwar. Alter, ich dachte, da kommt so ein fettes Mistvieh. Ich habe mich so ein bisschen weiter. Ihr seht. Links platziert, heißt wir können uns, Alter, hör doch mal auf, heißt wir können jetzt ein bisschen vorsichtiger hier zu Werke gehen und hoffen, dass kein Hai kommt. Das wäre echt scheiße, weil, nicht dein Ernst. Oh, natürlich von allen Seiten jetzt, du kleiner Wichser. Wie soll ich denn da flüchten, Mann? So Leute, ich bin jetzt hier gerade im westlichsten Teil der Insel und ich hoffe mal, dass jetzt wirklich kein scheiß Hai kommt. Die kommen ja wirklich von allen Seiten auf einen zu, ne? Du kannst da nichts machen, Mann. Jetzt kommen einfach 2 auf deine Seite und dann bist halt gefickt. Und wo ist hier überhaupt eine Insel, Mann? Als ob hier nirgendwo eine Insel ist. Ja, schon wieder ein Hai. Geil. Ich würde sagen, ja, was soll ich machen? Guck mal an, die kommen einfach auf mich zu. Ich kann da nichts machen. Oh mein Gott. Ja. Was soll das jetzt hier werden? Wenn es fertig ist. Ich verstehe es nicht. Was soll das jetzt hier werden? Was soll ich jetzt hier versuchen? Versuchen da durchzukommen oder was? Es klappt einfach nicht. Ihr seht, wahrscheinlich ist es nicht mal vorgesehen, dass man da hinkommen kann. Das ist nicht mal vorgesehen. Was soll der Scheiß, ey? Meine Fresse, Mann. Ich meine, sollen wir uns ein Boot klauen oder wie sieht's aus? Wie sollen wir sonst da hinkommen? Ich meine, alle schreiben mir in die Kommentare, dodge doch diese scheiß Haie. Ja, auf jeden Fall. Sieht man ja, wie schön ich das kann, ne? Wenn da besonders 2 Haie auf einen zukommen, da kann man sehr schön dodgen. Ich merke es auf jeden Fall. Richtig krass. Wow, cool. Man kann richtig cool dodgen. Ich merk's. Wow, ist geil. Vor allem bei 2 Haien. Wisst ihr, das ist einfach behindert. Du schaffst es da nicht durch. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Von daher gesehen würde ich sagen, ja, wo sollen wir sonst hin? Ich würde sagen, ansonsten gehen wir jetzt in den Westen. Wenn jetzt hier erstmal nichts draus wird.
Weil ihr seht, da kommt ein Hai. Dann kommt da hinten nochmal ein Hai. Ist auch cool, deswegen würde ich sagen, hauen wir ab. Norden, Osten. Osten? Gut, da hauen wir in den Osten ab, ist kein Problem. Wir werden irgendwann hier in den Westen zurückkommen. Frage, in den Westen, also in den Westen von Osten oder in den Süden von Norden. Auf jeden Fall südlich der Startinsel, ne, klar. Werden wir irgendwann zurückkommen. Weil ich vermute da echt eine Ureinwohnerinsel. Und die ist ja, wie ihr seht, richtig krass bewacht. Von Scheißhaien. Die Frage ist, wie komme ich da hin, Alter? Wie komme ich da ohne Probleme hin? Ich glaube irgendwie, dass die Insel so richtig zentral liegt. So, richtig weit innen. Und man schafft es halt fast gar nicht, zu dieser Insel vorzudringen, weil da einfach diese Scheißhaie kommen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da eine Ureinwohnerinsel ist, weil ich kann mich daran erinnern, dass da Haie waren auf der Insel und Ureinwohner. Mit wieder so einer Insel und wieder Händlern und so weiter und so fort. Und ich glaube echt, da ist was. Da müsste was sein. Die Frage ist, wann kommen wir da hin? Haben die Haie auch mal so eine Todeszeit oder so? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sind wir hier wieder auch auf einer Insel. Und dann kunden wir erstmal den hier. Den Abteil. Und gehen dann irgendwann in den Scheiß Hai. Verpiss dich, Mann. Warum ist ja alles voll mit Haien? Verarsch mich doch nicht. Wir sind jetzt gerade nämlich Norden aus Norden. Südöstlich von der Heimatinsel, ne? Sollte klar sein. Ich save übrigens auch mal. Das Ding hier ist einfach, Alter. Oh Gott, da kommt der Hai, da kommt der Hai. Ich frage mich gerade, wie wir es schaffen sollen, da hinzukommen. Ich frage mich gerade so ein bisschen. Wir gucken uns erstmal hier um, wie gesagt, ne, kein Stress. Wir gucken jetzt erstmal hier, was hier so alles ist. Ob hier irgendwas Krasses ist. Vielleicht will uns auch wieder der Erzähler oder der Protagonist irgendwas mitteilen. Dass hier irgendwie was versteckt ist. Wir sollen uns aber auch beeilen, weil es wird auch so langsam wieder Nacht, ne? Okay, was haben wir hier? Wieder eine Taucherpassage. Ich würde mal sagen, ich packe meine 33 Fackeln aus. Und gucke erstmal ein bisschen weiter. So. Ja gut, Kohle brauchen wir jetzt für den Moment erstmal nicht, ne? Deswegen können wir da erstmal drauf scheißen. Wir lichten das erstmal hier soweit. Vorausgesetzt, ich finde hier irgendwo so eine Stelle, wo ich überhaupt eine Fackel reinsetzen kann. Da zum Beispiel. Wenn ihr mal aufhören könnt, so scheiße zu schwimmen. Dankeschön. Setz eine Fackel doch. Setz da eine Fackel rein. Dankeschön. Okay, was haben wir hier? So nice and stuff. Okay, da geht's auf jeden Fall wieder runter. Und raus. Nur wohin? Das ist jetzt die Frage des Tages. Wow. Einfach irgendwo hin. Irgendwo. Random. Irgend so ein random Ausgang. Okay. Boah, wisst ihr, was auch so richtig krass ist? Seit schon vielen Parts droppen diese scheiß Muscheln keine Perlen mehr. Das ist richtig beschissen. Ich würde sagen, wir bauen die Fackeln ab, weil wir da halt genau wissen, dass wir hier schon waren. Passt schon. Ah, hier muss doch irgendwas sein. Ganz komisch auf jeden Fall. Ja, da oben ist Kohle, aber die ist mir egal. Die ist mir so egal. Wir gehen erstmal weiter jetzt. Und scheiße, schon 6 Uhr, Mann. Schon kurz vor 8 und dann kommen auch wieder die Kannibalen, Mann. Fuck, Alter. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt wieder weiter hoch. Müsste ich mich erstmal hochbauen für. So. Die Frage ist halt einfach, ist es so eine random Insel halt, ne? Ohne, mit gar nichts als, Füllung oder wie sieht das aus? Oder ist es hier wieder so eine Monster-Spawn-Insel und ich habe bisher nicht den Eingang gesehen? Fuck. Schnell ins Wasser mit dir, schnell ins Wasser. Oh mein Gott, das Gute ist halt einfach, wie gesagt, dass man hier gleitet und nicht runterfällt, ey.
kannst du hier mit der Physik dich nochmal einigermaßen retten, wenn du irgendwie runterfällst. Das ist einigermaßen cool. Okay, und die Nachtmusik kommt. Schön. Da sollte ich mich, glaube ich, etwas höher platzieren, damit die Kannibalen hier auch nicht hochkommen. Wäre, glaube ich, mal eine Idee. Was haben wir da für... Herz? Was sind das denn für... Was? Was ist das denn? Herzen? Cashew. Ach, Cashewkerne. Cool. Ja, die sammeln wir auch mal ein. Nice. Was ist das für ein Holz? Hm. Interessant zu erfahren irgendwann mal, ja. Die Frage ist auch, wie die Cashewkerne sättigen. Ob die wieder, quasi Durst erzeugen? Also einem die Sättigung nehmen? Oder wie sieht's aus? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier wieder? Ah. Okay, ich höre die Kannibalen. Die Frage ist nur, wo sind die? Scheiße. Fuck. Fuck. Ins Wasser mit dir, ins Wasser mit dir. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Alter. Oh fuck. Jetzt geht das ganze Versteckspiel wieder los. Also ich würde sagen, ich schneide euch. Bis morgen ist. Bis gleich. Nebenbei schaue ich auch mal, ob man hier irgendwie Stuff oder so finden kann. Den ich jetzt eben noch nicht gesehen habe. Also, man sieht sich. So Leute, da haben wir wieder Tag und es ist wieder Zeit, ein bisschen runter zu hüpfen ins Wasser, ins schöne kalte Nass. Und ins schöne nasse Nass besonders, ja. Und ich würde sagen, ich habe hier auf der Insel nichts gefunden. Nichts, was mich jetzt hier stimmen könnte. Es würde sich lohnen, hier zu bleiben. Ah, oh, außer die schöne Perle, oh mein Gott. Geile Perle. Oh mein Gott, jetzt haben wir aber Glück. Jetzt haben wir aber Glück, Mann. Hat die auch eine? Nee, dafür hat sie ein bisschen Muschelfleisch. Geil. Richtig nice, Alter. Wow. Hatten wir jetzt ein Glück mit den ganzen Perlen. Geil. Hat sich gelohnt. Gut. Wie gesagt, ich habe hier nichts gefunden. Und was ist das hier für Erde? Ist das Sandstein oder sowas? Was ist das denn? Clay. Ist das jetzt Clay? Auch so ein Stück Erde? So ein Stück Dreck? Ach ja. War natürlich nur Spaß, ne? Für alle, die es nicht verstanden haben. Oh Mann, Alter. Clay! Was machst du denn hier? Krass, da sieht man aber, wie viel Stuff es hier gibt, ne? Aber, wow. Nice. Es gibt ja echt arschviel Stuff, aber... So wenig, was man damit craften kann. Es wurde ja gesagt, es gibt hier 200 Sachen in dem Spiel. Momentan jedenfalls. Und man kann ja nicht alles verwenden, ne? Aber hier gibt es auch gar nichts, ne? Überhaupt nichts unter Wasser und generell. Wobei, warte mal. War da unten nicht was? Schauen wir mal nach. Nope. Okay. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wie komme ich jetzt hier raus? Lol. Habe ich mich jetzt hier eingegraben? Ich würde sagen, wir überlegen uns den nächsten Part einen Weg hier raus. Von daher gesehen, das war's. Macht's gut, haut rein. Ciao.